Huhu, Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play 4 Mission Perseus. Die dritte Episode heute, das heißt, wir sind noch ganz weit am Anfang des Spiels, haben, wenn ich mich richtig entsinne und ich den richtigen Speicherpunkt geladen habe, hier beim letzten Mal aufgehört. Wir werden jetzt auch direkt hier weitermachen. Und ja, jetzt mal gucken, was hier für Gegner auf uns zukommen. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal endlich den einen oder anderen Gegner, mit einer Shotgun gekillt. Ich glaube, an die schleiche ich mich jetzt einfach mal mit einer Shotgun ran. Wo sind die jetzt? Oh, da hinten ist einer. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Ich würde die ja gerne mal im Nahkampf mit der Shotgun weghauen. Aber wo sind die hingelaufen? Die sind ja da reingegangen. Kommen die jetzt gleich da hinten nochmal wieder rum, oder was? Das ist jetzt natürlich die Frage. Jetzt kommen vielleicht die anderen. Oh ja, da sind sie. Sehr schön, den hätten wir schon mal. Oh ja, den hat schön zerfetzt. Oh ja, da kommen die Fetzen. Ah, da ist sogar noch einer. Schade, dass die nicht an dieser Kiste da sind. Oh, oh, scheiße. Die Granate habe ich nicht gesehen. Aber wo ist der Typ jetzt? Ach, da. Der steht da um die Ecke. Ich hab sogar überlebt. Ah, egal, jetzt haben wir ihn. Jetzt hat auch die Mucke aufgehört. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt hören könnt im Video. Gut, das war jetzt... Der Kampf lief eigentlich ganz okay. Jetzt mal abgesehen... Abgesehen von... der Granate, die ich kassiert habe. Das war irgendwie ein bisschen schade, dass ich die abgekriegt habe. Aber gut. Können wir nichts machen. Die habe ich nun mal echt nicht gesehen. Und schade, dass die Gegner nicht hier an dieser Explosivkiste waren. Denn die hätte ich gern so gesprengt. Aber egal. Ich denke, wir werden noch früher oder später wieder Lebenspunkte und auch... Ah, hier kriegen wir schon Rüstung wieder. Seht ihr, sind wir wieder fast voll. Perfekt. Munition haben wir hier mit voll. Mit der Shotgun haben wir jetzt auch mal ein paar erschossen. Von daher ist doch alles super. Dann gehen wir mal hier durch. Oh, das ist wieder auf größere Entfernung. Dann nehmen wir mal wieder unsere Lieblingsgun. Jetzt sind wir hier. Okay. Das ist natürlich die Frage, sind die Gegner links oder rechts? Da mit Sicherheit. Da ist auch ein Feuer, denn da ist nichts mehr, da ist auch nichts. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Gegner sind. Was mache ich jetzt? Sprinte ich jetzt gleich mit der Shotgun einfach auf die zu oder haue ich die im Fernkampf weg? Schade. Ah, seht ihr, da sind nämlich welche. Wow, jetzt explodiert hier aber alles. Ich ziehe mich doch mal lieber kurz zurück, denn da explodiert gerade ziemlich viel. Wow. Ich bin das übrigens auch gerade nicht, der das Bullet Time angemacht hatte. Sondern... Oh, der eine, der hatte nicht... Wow, die haben mich schon wieder mit Granaten beschmissen. Und der eine hatte auch nicht mehr viele Lebenspunkte von den Gegnern. Das heißt, den einen hatte ich auf jeden Fall wenigstens ein bisschen mit der... Na, jetzt hänge ich hier irgendwo fest, so eine Kacke. Den einen hatte ich auf jeden Fall mit der Granate getroffen, denn der hier, der hat ja wirklich nur einen Schuss abgekriegt und war dann direkt tot. Na, dass man hier auch wegen dem ganzen Kack im Wasser die ganze Zeit irgendwo festhängt oder so, das sackt natürlich. Aber die Explosion da, die war gerade irgendwie von den Gegnern ausgelöst. Das schien auch so eine gescriptete Szene zu sein. Na, zumindest ein bisschen Schaden hat der eine kassiert. So viel Munition haben wir jetzt für die Knarre hier auch nicht mehr. Von daher muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber egal. Wir müssen jetzt hier anscheinend runter. So. Und dann hier hoch. Okay. Dann heilen wir uns nochmal einmal wieder. Sehr schön. Dann sind wir hier auch wieder voll. Rüstung wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber gut. Noch so kritisch ist es nicht. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh, ein Ladebildschirm, sehr schön. Intervall 01, Ermittlung, Feuergefecht. Oh, Feuergefecht hört sich schon sehr nach vielen Kämpfen an, aber ist natürlich cool. Situation, ATC und Replikantenstreitkräfte bekämpfen sich auch weiterhin in den Straßen der Stadt.
Captain Rains und Lieutenant Chan haben sich weiter in Richtung des Datenzentrums vorgearbeitet. Die Karte zeigt, dass sie nun noch ein paar Blöcke vom Treffpunkt entfernt sind. Rechnen Sie mit heftigen Störaktionen seitens der ATC und der Replikantenstreitkräfte. Mission: Stoßen Sie beim ATC-Datenzentrum zu Rains und Chan. Aha, jetzt sind wir also wieder. Genau, jetzt sind wir wieder in den Straßen. Jetzt müssen wir uns wieder durch die Straßen kämpfen. Aha. Oh. Habe ich die jetzt echt beide erwischt mit einer Granate? Ja. Der lebt immer noch. Hole ich mir jetzt. So. Okay, zumindest den einen hatten wir direkt. Den einen hatten wir zumindest direkt weggeholt. Sehr schön, den einen hat es wieder volle Kanne zerfetzt. Da sehen wir auch, dass das Spiel ungeschnitten ist. Hier nehmen wir uns jetzt erstmal alles mit. Hier gäbe es sogar ohne Ende Lebenspunkte. Da liegen sogar zwei Health Packs. Ich weiß ja nicht, was die Spieleentwickler hier denken, wie viele Lebenspunkte man hier verliert. Aber die Shotgun ist geil, die geht gut ab. Hat auch hier wieder einem den Arm abgeschossen. Hier überall Fetzen an der Wand, sehr schön. So muss das sein. So und nicht anders. Okay, hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Dann können wir uns hier auch noch ein Health Pack. Ach du Scheiße. Echt was? Also, manchmal frage ich mich echt, was die denken, wie die Leute hier das Spiel spielen. Aber das hier sieht schon wieder sehr nach einer Gruselszene aus, eigentlich. Darum. Aber in so einem engen Gang behalten wir mal die Shotgun. Die ist natürlich perfekt für so enge Sachen. Vorsicht, es wird überall gekämpft. Wir wollen nicht, dass Sie ins Kreuzfeuer geraten. Ja, wer will das schon? Ne? Oh, hier ist auf jeden Fall eine größere Allee. Das heißt, oh, was gab's hier für eine Waffe? Irgendwas Sniperiges. Wo ist die? Ach, da. Dann tue ich mal kurz die Shotgun weg jetzt für diese Szene. Denn hier sehen wir schon, die Straße, die ist ziemlich groß. Oh, da ist er. Direkt weggeholt, sehr schön. Gucken, was wir hier noch haben. Wo sind sie versteckt, die Penner? Ah, sehr schön, Rüstung. Nehmen wir auch. Das ist natürlich die Frage, wo die sind. Oder spawnen die gleich erst? Ah, das ist voll daneben geballert. Egal, den haben wir. Das Gute ist, die stehen hier so weit auseinander, die Gegner. Die stehen hier so weit auseinander, dass die gar nicht mitkriegen, wenn ihre Kollegen sterben. Und das ist ja immer so, wenn Gegner nicht wissen, dass man da ist, das heißt, wenn die selber nicht in einem Kampf sind, wenn die also keine Ahnung haben, dass man kommt, dann sterben die immer mit einem Schuss. Da muss man den nur einmal in den Kopf schießen, dann sind die direkt tot. Und, ja, das ist jetzt natürlich hier in dieser Szene perfekt gewesen. Wir haben einen erschossen, der kam nicht in den Kampf und ja, dadurch konnten wir jetzt im Prinzip jeden der einzelnen Gegner hier mit so einer Attacke töten, ohne dass er wusste, was ihm geschieht. Das war jetzt irgendwie cool. Da ist noch einer. So, und den haben wir den Kopf abgeschossen. Keine Ahnung wie und warum und wie auch immer. Oh. Aber. Wow, die Knarre ist echt stark. Ach du Scheiße. Habt ihr gesehen, was die Knarre mit denen macht? Krass. Ich habe dem einen den Kopf abgeschossen, den anderen auch mit einer Feuersalve getötet und den jetzt hier sogar zerfetzt. Also ganz realistisch ist das ja ehrlich gesagt nicht hier, was die Knarre mit den Gegnern anstellen. Aber schon irgendwie geil. So, hier haben wir aber alles. Entschuldigt, wenn ich hier auch wieder ein bisschen zu viel links und rechts gucke, was man alles einsammeln und finden kann und so. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon im ersten Part gesagt, in letzter Zeit fast nur Bioshock gespielt. Und in Bioshock gibt es einfach so viel, was man finden kann und anklicken kann und was weiß ich alles. Das ist einfach übertrieben viel.
Ah, hier geht's rein. Ah, das ist nur die Kamera. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt wieder Alma oder irgendwie sowas. Hier finden wir noch ein geheimes Health Pack. Und jetzt für hier hätte ich natürlich jetzt gern wieder, für drinnen hätte ich natürlich gern wieder eine Shotgun. Aber die haben wir jetzt leider nicht und ich renne jetzt auch... Wow. Alter. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erschrocken. Da komme ich auch direkt zurück. Ja, ich renne jetzt nicht extra wieder... Ich renne jetzt nicht extra wieder zurück, um die Shotgun zu holen. Das mache ich nicht. Das wäre Quatsch. Vielleicht, wenn ich für mich selber spielen würde, aber jetzt nicht hier in einem Let's Play. Übertreiben müssen wir schließlich auch nicht. Und wir haben auch wieder alles voll, von daher... Reicht mir das erstmal. Ich habe eben von Nestmutter gehört. Die vermissen ein Delta Force Team. Schlimmer, die haben es ohne unser Wissen ins Datenzentrum geschickt. Okay, also... Lassen Sie mich raten. Die wollen, dass wir sie finden. Kollegenhilfe. Daneben Rettung und Aufklärung. Okay, wir haben jetzt im Prinzip eine neue Mission schon gekriegt, denn ohne dass das die vier Einheit davon weiß, wurde auch ein Delta Force Team ins Datenzentrum geschickt. Und ja, die sind jetzt leider verloren gegangen sogar. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das schon in 4.1 und in dem Add-on, beziehungsweise ja doch in 4.1 muss gewesen sein. Momentan befinden wir uns ja zeitlich gesehen noch bei 4.1, also beim Hauptspiel. Ob. Aha. ATC. Okay. Wow. Das war cool. Ich hab gehofft, dass irgendwie sowas passiert. Darum habe ich den auch nicht direkt erschossen, sondern bin darüber gesprungen. Ich hatte gehofft, dass man hier wenigstens irgendwie so eine Art Falle auslösen kann. Und es hat ja auch geklappt. Jetzt sind auf jeden Fall wieder ATC-Leute hier. Naja, und dieses Delta Force Team ist auf jeden Fall verloren gegangen. Und wir müssen das jetzt zusätzlich noch retten. Naja, gehen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ne, erstmal gehe ich da noch nicht hoch. Da oben sehe ich, obwohl, ne, sehe ich gar nicht da. Ich dachte, die Wolke da, dieses schwarze Loch da, das hier, wo die Wolken aufgebrochen sind, dachte ich, da oben liegt Rüstung. Aber liegt gar nicht. Wow. Aber ich bleib, glaube ich, erstmal. Ich bleib, glaube ich, erstmal, unten. So, jetzt haben wir alle erschossen. Ich traue mich noch nicht so ganz da hinten in die Straße zu gucken. Wer weiß, was dann auf mich zukommt. Von daher werde ich jetzt hier erstmal in Ruhe erforschen und noch keinen Kampf auslösen. Aber die Knarre hier ist echt geil. Die müssen wir uns merken. Die ist noch geiler als die grüne Knarre hier. Die tötet, selbst wenn die Leute wissen, dass sie im Kampf sind, selbst dann tötet die mit einem eingezielten Kopfschuss. Das ist richtig geil. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und da gibt es sogar noch Munition für die. Sehr gut. Haha. Gut, von hier oben hätten wir die natürlich auch wegsnipen können. Aber die gab es doch auch schon in den anderen Teilen, oder? Warum habe ich die in den anderen Teilen nicht so oft benutzt? Oder war die da nicht so stark? Ich weiß es nicht mehr. Das Blöde ist natürlich jetzt, das ist ein bisschen schade, dass die anderen vier Let's Plays schon ein bisschen länger her sind. Also das Hauptspiel und Extraction Point. Darum kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, was da jetzt genau wie war. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich versuche, so gut es geht, noch irgendwie ja, das noch hinzukriegen, dass wir hier auch irgendwelche Parallelen ziehen können und die Story wirklich ganz verstehen. Aktuell scheint da niemand zu sein. Gut, dann können wir uns hier erstmal in Ruhe umgucken. Auf jeden Fall, wenn hier ATC ist, sind bestimmt auch die Replikanten in der Nähe. Hier kriegen wir noch mehr Munition. Boah, wir kriegen immer mehr Munition für die Knarre hier. Was ist das hier, ein gepanzerter Eiswagen? Geil. Na, hier haben wir auf jeden Fall Rüstung und Lebenspunkte. Das heißt, das merken wir uns mal, wenn wir jetzt da hinten hingehen und da jetzt irgendein krasser Kampf kommt. Behalten Sie das Ziel im Auge. Gehen Sie zum Garten. Da kommt nämlich auch direkt ATC. Gerade, habe ich da was gesehen? Jetzt war nur ein Reifen, okay. Ist gerade ziemlich spannend. Was bringt das hier, hier hinzugehen? Überhaupt nichts, cool.
Auch keine Erschreckszene, wenn wir uns umdrehen. Ich denke, die ganze Zeit da hinten ist was. Dabei ist es immer nur die Radkappe von dem einen. Noch mehr Lebenspunkte, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Die haben wir auch beide schön erschossen. Das Blöde ist, die haben alle nur MPs. Und die Waffe benutzen wir kaum. Was ich mich auch gerade frage, konnte man in dem Spiel hier sprinten oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, noch mehr Munition dafür, sehr schön. Weil ich will die ganze Zeit sprinten, irgendwie vorwärts kommen, hier anstatt so normal zu laufen. Aber ich glaube, sprinten konnte man nicht. Nee, sieht nicht so aus. Oh, Granaten brauchen wir nicht. Jetzt haben wir auch gerade andere Granaten ausgewählt. Ne? Wie konnte man nochmal die Granaten durchwechseln? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall werden unten rechts am Bildschirmrand ja gerade diese kleinen Turrets, die man auch nutzen kann, die man so an die Wand pappen kann, die dann automatisch auf Gegner schießen, die werden gerade irgendwie unten angezeigt. Oh, da sind sie überall. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich so doll getroffen worden bin. Das war jetzt fies, dass sie da so hinter mir dann waren. Aber ich scheine sie erledigt zu haben. Ja, sieht gut aus. Gut, dann können wir jetzt auch, denke ich mal, kurz zumindest zurückgehen, um ein paar Lebenspunkte zu holen. Obwohl Rüstung eigentlich auch, ne? Ja, gut, Rüstung lag hier. So, top, voll. Und Lebenspunkte lagen hier unten ja auch. Denn wir spielen nun mal auf hart. Gut, wir spielen nicht auf extrem. Von daher, diese ganzen Lebenspunkte und alles, was hier so ist, ist wahrscheinlich dafür, dass wenn man wirklich auf extrem spielt, dass man da auch genug Lebenspunkte hat. Aber mir reicht erstmal hart. Wobei extrem vielleicht, würde ich vielleicht sogar auch schaffen. Ich meine, momentan läuft es ja hier echt gut. Aber, na, wer weiß, was das Spiel noch für uns bereithält. Das ist schließlich erst der dritte Part. Und das bedeutet, da kommt noch einiges. Wir sind ja wirklich noch ganz, 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 ganz am Anfang. So, was kriegen wir hier? Na, echt so viel Rüstung. Krass. Naja. Ist natürlich gut für uns, wenn wir immer genug haben. Wir gucken mal weiter. Ich muss sagen, wir machen hier in 4 auch echt schnell Fortschritte. Muss ich echt sagen. Also, in anderen Spielen komme ich nicht... Ja, das ATC etwas Großes verbirgt, das wissen wir ja bereits. Ja, in anderen Spielen, da gucke ich mich wirklich noch so ein bisschen mehr um. Also noch mehr als hier eigentlich. Oh ja, ein Health Booster, unser erster in diesem Spiel. Weil da gibt es halt auch noch mehr zu sehen. Das hier ist so ein richtig schönes, altes Spiel, wie ich es mag, wirklich. Ihr seht es hier, ist einfach so ein Raum. Da sind Wände und da liegt nicht ohne Ende Scheiß. Hier sind zwei von diesen Kabeltrommeln von diesen riesigen und das war's, ja. Da liegen nicht noch irgendwelche Kisten, wo Äpfel drin sind und noch irgendwas. Und dann ist da ein Schreibtisch und dann ist auf dem Schreibtisch ist eine Lampe drauf, die man an- und ausmachen kann. Dann sind da noch 1000 Schubladen, die man aufmachen kann und dann noch irgendwelche Papiere, die man lesen kann. Hier ist wirklich einfach nur Räume und die sind leer. Und wenn irgendwas hier ist, was man benutzen kann, dann sieht man das auch wirklich. Und dann kann man das auch erkennen, dass das benutzbar ist und dass man das benutzen soll. Und ja, sowas mag ich halt auch. Und das ist auch der Grund, warum ich lieber Counter-Strike spiele als Call of Duty. Bei Call of Duty gibt es einfach so viel Scheiß, der einen ablenkt von den Gegnern. Und bei Counter-Strike ist es so, da ist einfach gar nichts. Wenn du irgendwas siehst, dann siehst du auch wirklich nur die Map. Alle Mann in Deckung! Boah, direkt den Kopf geballert. Und den nächsten auch. Sehr schön. Ja, also wenn bei Counter-Strike, wenn du irgendwas siehst, was nicht aussieht wie Map, also wie eine Wand, dann ist es auch wirklich ein Gegner. Und dann kannst du die Gegner auch erkennen. Und das ist halt bei Call of Duty nicht so. Das ist einfach so viel Quatsch. Da ist man in irgendwelchen Städten, dann sind da überall Steine und überall ist Dreck und irgendwelche Kisten und Tonnen und überall steht alles Mögliche rum und du erkennst die Gegner einfach überhaupt nicht. Gut, es ist natürlich sowas wie Call of Duty, ist natürlich viel realistischer, denn die Leute sind ja getarnt. Die tragen ja extra Tarnsachen, damit man die schlecht erkennt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie blöd.
Und darum, das hier ist so ein richtig schön altes Spiel. Ihr seht, die Straße ist einfach leer. Oh, das war mein Wecker. Die Straße ist einfach leer. Hier ist nichts, ja, nichts, was einen ablenkt. Genauso mag ich das. Und hier, ach, hier ist so eine Straßensperre. Und hinter der Straßensperre fängt es dann an wieder mit Replikantensoldaten. Wo? Wo war der? Da, oder? Ja, war er. Gut, hier haben sich ATC und die Replikanten bekämpft. So. Boah, der hat mir jetzt aber ganz schön gegeben, der eine. Muss ich sagen. Ah, da hinten wird wieder gekämpft. Dann lassen wir sie mal kämpfen. Stört uns erstmal nicht, was hier kämpft, was da hinten kämpft. Die lassen wir erstmal. Und erst, wenn sie sich zu uns umdrehen, dann kämpfen wir mit. Solange stören die uns erstmal nicht. Trotzdem müssen wir es im Auge behalten, nicht, dass die sich auf einmal umdrehen und auf uns zu laufen, so wie jetzt gerade. Ach, der lebt noch. So. Gucken wir mal. Oh, hier werden wir wieder gut ausgerüstet. Sehr schön. So. Eine Shotgun würden wir auch wieder kriegen, aber nö, eine Shotgun will ich jetzt eigentlich nicht. Nö. Mir gefällt eigentlich die Knarre, die wir haben. Ja, ich bin ja schon auf unterwegs, die Leute zu retten. Hier wird wieder gefightet. ATC gegen Replikanten. Das sieht so aus, als ob die ATC hier gewonnen hat. Ah ne, da ist auch noch einer von denen. Mensch. Die haben sich doch nicht so gut ausgelöscht, wie ich es gedacht habe. Mensch, da will man sich einmal auf die Gegner verlassen, dass die sich gegenseitig töten und was ist. Arschlecken. Naja, egal. Eigentlich hat es ja schon gebimmelt hier, mein Wecker. Aber zumindest. Ah, das ist das Armakim-Gebäude. Geil, wir sind da. Bis zu dem Armakim-Gebäude mache ich jetzt noch. Wir kämpfen uns langsam vor. Oder schleichen uns vor. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht gleich hinten raus und fallen mir in den Rücken. Nicht vergessen, wir treffen uns beim Wartungseingang. Ja, wir treffen uns beim Wartungseingang. Das heißt, das ist der Haupteingang. Also anscheinend ist das nicht der Wartungseingang, wenn es der Haupteingang ist. Wir müssen also einen anderen Eingang nehmen. Ja, das war's hier schon, oder was? Mehr ist hier nicht. Ne, wir können auch gar nicht in den Haupteingang rein. Ja, dann muss der Wartungseingang ja an der Seite irgendwo sein. Warum jetzt am besten mal nicht auf unsere Leute schießen? Falls, da sind sie doch auch schon, sehr schön. Gut. Wurde auch Zeit, Sergeant. Schön, dass Sie noch alle Finger und Zehen haben. Haben Sie gut gemacht, Sergeant. Gut. Gibt es Replikantenaktivität in dem Gebäude? Ja, was denkst du denn? Natürlich gibt's das. Oh. Wir rücken mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Ich will sofortige Info über sämtliche gesammelten Daten. Verstanden. Alles klar. Bleiben Sie in der Nähe, Sergeant. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch erstmal eine Pause. Wir haben es wieder zum Armakim-Gebäude geschafft. Da soll es dann in der nächsten Episode weitergehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis dann. Ciao, Leute.